Vielen Dank für die Einladung. Danke. Die sind schön. Ich finde das wirklich wahnsinnig nett von euch. Ich bin Ewigkeiten nicht mehr zum Brunch eingeladen worden und er noch nie. Ich hole mal eine Vase. Ja, komm, setz dich doch. Gern. Es kommt mir fast so vor, als müssten meine Füße jetzt doppelt so viel tragen als zuvor. Weißt du, so ein Baby im Bauch ist wie ein kleines Wunder. Und mit jedem Tag wird das Wunder ein bisschen größer. Ja. Komm, leg doch mal deine Hand drauf. Na, ich glaube nicht, dass ich da schon was fühlen kann. Ja, du spürst vielleicht nichts, aber dein Baby. Ich weiß nicht. Es freut sich. Ja. Meinst du? Ja, es braucht dich genauso wie mich. Guck mal, das ist dein Papa. Er will dir guten Tag sagen. Leider keine passende Vase gefunden. Dann nimm doch einen Bierkrug aus der Kneipe. Warte, ich hol dir einen. Lasst euch nicht stören. Ich gehe schon. Also, ich finde, Henning sollte sein Kind besuchen dürfen, wann er will, so oft er will und so lange er will. Na, das Kind soll schließlich eine richtige Beziehung zu seinem Papa aufbauen und das geht schlecht, wenn der nur einmal die Woche 2 Stunden vorbeikommt. Ja, da hat sie irgendwie recht, ne? Und du kannst natürlich gerne mitkommen, wenn dich das nicht zu sehr belastet. Naja, das warten wir wohl besser erstmal ab, oder? Also, ehrlich gesagt, ich könnte verstehen, wenn das dich zu sehr belastet. Also, wenn ich mir vorstelle, mein Freund hätte ein Kind mit einer anderen. Egal, jedenfalls fände ich es ganz toll, wenn du das Kind genauso lieb haben würdest wie... Ach, so kannst du dieses rühselige Muttergeschwätz gern noch länger anhören. Sag mal, Sophie. Aber ich hab die Schnauze voll. Aber was ist denn los? Ich hätte es wissen müssen. Sie kommt mit der Situation einfach nicht klar. Stimmt. Sie kotzt mich an. Beruhige dich und vor allen Dingen setz dich wieder. Eine Scheiß tue ich. Warte, ich gehe schon. Bitte, Tanja, bleib. Nein, ich will mein Kind nicht dieser vergifteten Atmosphäre hier aussetzen. Aber Tanja, Sophie meint das nicht so. Von wegen, ich meine jedes Wort genauso, wie ich es gesagt habe. Danke, Henning. Ich weiß, du meinst es gut mit mir. Aber ich weiß auch, wann es Zeit ist zu gehen. Das war ja wohl nichts. Sag mal, was ist denn in dich gefahren? Ach, du bist doch total blind! Na, sie hat dir doch gar nichts getan! Sie braucht doch nur ihren schwangeren Bauch vor deine Nase zu setzen und es setzt bei dir hier oben aus! Was? Merkst du das denn nicht? Sie hat mich doch die ganze Zeit provoziert! Na, da gehören ja wohl immer noch 2 zu! Warum springst du denn drauf an? Du bist doch sonst immer so cool! Ach, Scheiße!